Mit der Frage B wollen wir die Zeit berechnen, die das Tauchboot braucht, um die 20 Meter Tiefe zu erreichen. In der Zeit T gleich 0 Minuten, also T0, haben wir Z0 gleich minus 10 Meter Tiefe. Nach 5 Minuten, das heißt in der Zeit T5, haben wir Z5 gleich minus 12 Meter Tiefe. Nach 10 Minuten, logischerweise, wie es im Text gesagt wird, haben wir Z10 und es ist gleich minus 14 Minuten Ziffer. Hier können wir so denken, weil das Boot mit einer gleichbleibenden Geschwindigkeit fährt. Also weiterhin, nach 15 Minuten haben wir Z15 gleich 6 minus 16 Meter Ziffer. Nach 20 Minuten, das heißt Z20, haben wir Z20 gleich minus 18 Minuten Ziffer. Und nach 25 Minuten haben wir Z25 gleich minus 20 Meter Tiefe. Also da sind wir bei 20 Meter Tiefe. Und zusammen können wir sagen, zur Zeit T gleich 25 Minuten erreicht erst diese Tiefe. Die Denkweise hier ist das, weil es hier proportional ist, jede 5 Minuten wird 2 Meter tiefer zu dem Zustand addiert.